So, Mathis, das ist der Vater von Ronja Räubertochter. Matters heißt das. Mathis of the Universe. Warum heißt sie eigentlich Ronja Räubertochter und nicht Ronja Mathis Tochter? Und der andere heißt Birk Borkason. Weil er der Sohn von Borka ist, egal. Fragen über Fragen. Wonach riecht es in der Villa Kunterbunt? Nach Pferd. Nein, nach Pipi. So. Ja. Breaking News. Too Bad hat das Doppelkopf-Turnier gewonnen. Okay, der war Ach scheiße. was. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Sabbelsaurus, eurem deutschen Masters of the Universe Kanal auf YouTube. Und herzlich willkommen auch zu einem neuen News-Motulator. Ja, bei mir ist der Jan. Hi Jan. Hallo Jens. Jawohl. Hallo liebe Zuschauer. Es ist mal wieder viel passiert, trotz Corona und allem drum und dran, was momentan so ist. Die Motomaschinerie läuft auf Hochtouren. Ich habe ja mal Flensburger probiert, den einen Tag zum Beispiel. Ja, es ist also wirklich viel passiert. Wir haben uns eine ganze Reihe an News rausgesucht, die wir jetzt für euch hier vortragen und natürlich auch ein bisschen drüber quatschen wollen. Und erstmal die Frage bei dir, was ist so die letzte Zeit passiert? Ich meine, wir haben jetzt lange aufgrund Abstände, man sollte ja Abstand halten, daran haben wir uns auch größtenteils gehalten, soweit es ging. Und deswegen haben wir uns jetzt auch nicht gesehen. Was ist so bei dir passiert? Natürlich mototechnisch. Mototechnisch. Eigentlich gar nicht so viel. Ja gut, das schöne neue Comic konnte man ja, ja jetzt lesen. Das von den Moto-Fanfics, das wollten wir ja auch noch versteigern. Ja, verlosen. Verlosen, verlosen. Wir verlosen es an den höchsten Ja. Ja, und für 5 Euro kriegt ihr es umsonst. Startgebot. Schön. Geil. Ja. Also sonst, nee, sonst so großartig viel ist noch nicht bei mir eingetroffen. Ja, doch, du hast natürlich auf Facebook versucht, etwas zu ersteigern, beziehungsweise zu bekommen. Ich habe es gesehen und wollte es eigentlich hintenrum direkt kaufen, um es dir zu schenken. Ach so. Es hat leider nicht funktioniert. Nee, es hat sich auch leider keiner gemeldet. Was war das? Ein Dorp, ne? Dorp, von Dorps. Nee, das war so ein Trapjaw. Trapjaw von diesen Vinyls. Von diesem Doppelpack mit dem He-Man drin. Und dann nur der Trapjaw für 5 Euro. Ja. Das wäre ein super Preis, ne? Aber ja. Dachte ich mir, ich krieg's vielleicht vor dir, aber hat sich bei mir leider auch nicht gemeldet. Ja, an dieser Stelle, dann ihr hättet Geld weg. Also ja, dann war er möglicherweise schon weg. Ja, was meinst du? Ich hätte auch 4 Euro bezahlt. Und nicht 3. Oh, das überlegt. Das wären schon 7. Oh. Nein, nein. Ihr merkt schon, wir sind gut drauf. So, fangen wir an. Moto Origins und Mega Constructs bei Smith Toys. Die frühere Toys R Us Kette, welche von dem amerikanischen Unternehmen Smith Toys aufgekauft wurde, hat bereits die Origins-Figuren von He-Man, Skeletor und Battlecat gelistet. Skeletor und He-Man sollen 15,99 Euro kosten und Battlecat wird mit 24,99 Euro geführt. Das sind super Preise. Ja. Nach Anfrage bei der Geschäftsleitung wurde bestätigt, dass die Auslieferung sich durch Covid-19 verzögert und man nicht genau sagen könnte, wann die Figuren überhaupt eintreffen werden.
Darüber hinaus sind aber auch die Masters of the Universe Mega Constructs Artikel bei Smith Toys gelistet. Das bereits schon seit mehr als einem Jahr erhältliche Castle Grayskull soll hier stolze 279,99 € kosten. Aber auch neuere Artikel wie die Sets rund um Point Red und Talonfighter werden bereits geführt. Für den Roton müsst ihr an der Kasse 29,99 € bezahlen und für den Talonfighter mit Point Red sind ganze 59,99 € fällig. Wann die Artikel in Deutschland eintreffen werden, kann auch hier leider nicht gesagt werden. So schön, dass die Dinger jetzt kommen. Ich hoffe, dass die Figuren noch alle nachgeliefert werden. Dieses teure Importieren, ich habe es ja gemacht. Ich finde es aber nicht gut, ganz ehrlich. Weil bei diesen kleinen Artikeln... Es kann natürlich sein, dass die dann, wenn die sowas bestellen, dass Mattel sagt, ja, dann müsst ihr aber auch so und so viel davon nehmen und dann müsst ihr aber auch noch hier diese Einzelfiguren vielleicht noch mit ins Sortiment nehmen. Kann ja auch sein, ne, dass es die dann sowieso gibt. Ansonsten sind ja die Figuren auch damit bei, ne? Also so ein Scareglow ist ja, ja. Ist der nicht auch bei Point Red mit bei? So ein Scareglow? Nee, irgendwo anders war der, glaube ich, aber in irgendeinem Set. Es sind auf jeden Fall immer wieder verschiedene Versionen dabei. Ich glaube, die Goddess war jetzt irgendwo mit dabei. Die eigentlich nur bei Castle Grayskull mit dabei war. Ja, das kann auch sein. Ja. Oder die Sorceress. Die Sorceress ist, glaube ich, im Point Red mit drin. Aber auch andersfarbig. Ja. Und der Soda, glaube ich, das erste Mal sogar. Eigentlich eine ganz gute Sache, dass gleich immer Figuren mit dabei sind. Auf der anderen Seite, ja, die Preise sind so schon natürlich okay, wenn ich darüber nachdenke, was mich der Battle Bones gekostet hat. Oh Gott. Ehrlich gesagt müsste man jetzt aber auch fairerweise den Battle Bones nicht mehr rausbringen. Sonst... Wegen der Exklusivität. Ja, natürlich. Also, naja, auf jeden Fall... In anderen Farben nochmal. So, liebe Leute, bald ist SummerSlam. Nein. Aber so ganz falsch war das nicht, denn GrayskullCon 2020 wird ein Sommerfest. Der Termin für die GrayskullCon 2020 rückte immer näher und viele fragten sich, ob und wie die Con nun stattfinden würde. Nun ist eine Entscheidung gefallen. Die Convention wird stattfinden. Der Termin hat sich ebenfalls nicht geändert, aber das Programm und die Rahmenbedingungen. Vom 7. bis 9. August 2020 wird die Convention als kleines Sommerstadtfest finden. Hier geht man aber back to the roots und will das Ganze im Stil der ersten Cons aufziehen oder gerne auch vergleichbar mit der EterniaCon. Ne? Mhm. Ja, Panels wird es so gut wie keine geben. Bisschen was wird aber schon noch kommen. Es ist was in Planung. Aber Exclusives auf jeden Fall. Das angekündigte Todestor befindet sich derzeit in Produktion. Wir blenden euch hier mal ein paar Bilder dazu ein. Leider kann man aufgrund der Covid-19-Situation nicht sagen, wie es mit dem Verkauf ablaufen wird. Gleiches gilt für den Preis. Ja, bei beidem gibt es entsprechende Pläne. Aber hier hält sich das Team rund um Alex Derra erst einmal bedeckt, bis man genaueres sagen kann. Es steht aber schon jetzt fest, dass das geplante One-of-a-Kind-Todestor mit spezieller Leuchtfunktion wohl an einem anderen Zeitpunkt versteigert wird. Denn auch die geplante Charity-Auktion wird es aufgrund der geringen Teilnehmerzahl nicht geben. Ja, man möchte natürlich so viel Geld wie möglich dabei rausholen, denn es geht an die Deutsche Kinderkrebshilfe und ja, das ist natürlich klar. Anders sieht es da mit dem 5er Exclusive Set der Lords of Power und der Exclusive She-Ra aus. Diese werden wie geplant über die Con zu beziehen sein. Jedoch wird es bei vielen Vorbestellern auf dem Postweg überreicht werden müssen. Nähere Infos dazu folgen auf jeden Fall noch. Definitiv werden aber Simo Soul und McMood auf der Convention sein und ihre Werke vorstellen. Bei Simon sogar wahrscheinlich 3. Gemälde. Nicht schlecht. Ja, und sie werden natürlich für Fragen offen sein. Auch der Sabelsaurus wird vor Ort sein und sicher das ein oder andere Video machen. Oder vielleicht sogar ein Panel. Wir haben was in petto.
das wir aber sehr flexibel halten können. Ja, im Fokus steht dieses Mal also eher ein gemütliches Treffen mit Gleichgesinnten. Es wird gegrillt, Ja, und vieles mehr natürlich. Dazu wird es einen Flohmarkt geben und auch eine kleine Ausstellung. Nicht zu vergessen ist das Gemeinschaftsprojekt von Stefan Harbauer, Tanja Wagner und Dennis Beck in Form einer exklusiven Mini Snake Mountain. Wir haben ja letztes Jahr schon die Mini Grayscale gesehen und jetzt gibt's auch eine Mini Snake Mountain dazu. Also das ist schon, wir haben es ja schon gesehen. Vielleicht dürfen wir auch was zeigen. Wenn, dann werdet ihr es jetzt im Hintergrund sehen. Hier. Hier, so klein ist die. Oh. So, ebenfalls darf natürlich das traditionelle Convention-Bier nicht fehlen. Michi Übler, aka Ibel Hordak, kommt wieder mit einer bestimmten Anzahl an köstlichen Biersorten zur Convention. Sehr gut. Selbstverständlich hat der Master of the Brewniverse auch dieses Mal das Bier selbst gebraut. Auch hierzu muss man wieder schnell sein, denn die Flaschen sind wirklich begrenzt und begehrt. Also, die haben sich auch schon zu so einem kleinen Sammelobjekt entwickelt. Also, es ist schon ziemlich cool. Wer möchte, dem wird Michi sicher auch das, die eine oder andere Flasche signieren. Zertifizieren. Das Rezept geben. Ja. Ja, wer weiß. Auch Moto Fanfiction wird wieder vor Ort sein und ein paar spezielle Überraschungen im Gepäck haben. Dazu wird es nach Möglichkeit auch Videokonferenzen mit einigen ursprünglich geplanten Gästen geben. Selbstverständlich gibt es auch ein entsprechendes Hygienekonzept, welches von Seiten der Con-Orga erarbeitet wurde, um höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Ja, du wirst fahren, oder? Ich habe zwar noch kein Zimmer, aber ich versuche irgendwie hinzukommen, ja. Ja, Zimmer werde ich auch nicht haben. Ich denke, ich werde mir ein Hotel suchen. Die Zimmer sind ja sowieso begrenzt. Ich glaube, sie sind auch schon alle weg. Die sind weg, ja. Ja. Also ich bin jetzt auch nur auf Warteliste, falls noch wer abspringt. Mhm. Bezahlt habe ich. Mal gucken. Es ist eine außergewöhnliche Situation. Ja. Man muss schlafen wir halt nicht. Ja. Ich brauche kein Zimmer. Also nee. Ganz einfach. Ja, also man wird auf jeden Fall viel machen. Das Ganze wird auch draußen stattfinden. Wir wissen ja, innerhalb geschlossener Räume ist das Infektionsrisiko höher. Der Flohmarkt ist natürlich drin. Ja, natürlich, klar. Aber auch hier werden nur einzelne Leute reingelassen. Dann. Ja gut, du kannst ja in den Hof, da können die was machen, ne? Ja. Und dann hast du draußen noch die Wiese, so gesehen. Ja. Da könnten sie. Ich weiß nicht, wie das dahinter, ob da noch irgendwas ist. Ich war nie hinter diesem Haus, glaube ich. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, vorne, wo die Autos auch stehen, dass da noch was ist, ne, auf der Wiese, da hast du ja, glaube ich, auf so einen Feuerplatz, ne? Mhm. So einen Grillplatz da. Und das, ja, ich weiß ja, nicht, dahinter. Es ist ein riesiges Gelände. Ja. Auf jeden Fall. Los Amigos 2 wird nun offiziell, wie seit geraumer Zeit bekannt, am 24. Oktober 2020 stattfinden. Da Los Amigos 2 voraussichtlich größer werden wird als die Veranstaltung im letzten Jahr und auch um die Möglichkeit des empfohlenen Abstands von 1,50 bis 2 Metern ermöglichen zu können, wird das Team der Los Amigos dieses Mal die große Paintball-Arena mit über 1000 Quadratmeter Fläche öffnen. Da warst du letztes Mal gar nicht drin, ne? Ich habe mir die ja auch ganz kurz angeschaut. Ja, doch. Ich habe sie gesehen, du aber. Hast du auf jeden Fall schon mal. Nicht drin, aber von außen gesehen. Das ist riesig. Naja, es ist eine Paintball-Halle, ne? Ja, natürlich. Und wenn man dann will, da kann man auch schießen, bestimmt. Ah, ja? Preise verhandeln, genau. Bang. Okay. Hier wird es einen großen Flohmarkt mit privaten Verkäufern und auch professionellen Händlern wie Space, Steinendorf, Vintage Toys, Sci-Fi Corner, Comic Stop und Strong Vision geben. Verkauft wird hier alles rund um Masters of the Universe aus allen Lines, Epochen und Kategorien wie Merchandise zum Beispiel. Dazu wird die Ausstellung dieses Jahr um einige Produkte wie zum Beispiel 2000X, Vintage, She-Ra und vielen anderen erweitert. Eine Charity-Auktion wird es auch in diesem Jahr geben und der Erlös geht zu 100% an die Deutsche Kinderkrebshilfe.
Neu in diesem Jahr ist unter anderem auch, dass man über das Internet Gebote abgeben kann. Auch viele deutsche YouTuber werden da sein, welche sich im Rahmen ihrer Kanäle mit Motu befassen. Auch hier sind einige Überraschungen geplant. Nicht zu vergessen Workshops rund um Beingummitausch, Repaints, Dio-Bau und noch vieles mehr. Weitere Programmpunkte sind unter anderem Customs-Wettbewerb, Tombola, Road River WM, Blasterhawk Shootout, Exclusives und Cosplayer. Und exklusive Cosplayer. Exklusive, ja, nicht ganz. Und Cosplayer-Shootout. Nein. Mit dem Blasterhawk. Erstmalig wird es auch am Sonntag, den 25. Oktober, ein Frühstück und eine Tauschbörse geben. Eine Frühstückstauschbörse? Ja. Kriegst du mein Frühstück, krieg ich deins. Ah, so ist das. Dazu natürlich viele Fachsimpeleien rund um He-Man. Der Eintritt wird frei sein und nur das Frühstück ist kostenpflichtig. Unter anderem wird auch dieses Mal mit Mattel Deutschland zusammengearbeitet. Weitere Informationen auch zu den sonstigen Programmen werden folgen. Hier mal was in eigener Sache. Der Sammelsaurus arbeitet derzeit hinter den Kulissen an einem neuen und sehr aufwendigen Videoprojekt. Noch können wir nicht allzu viel über dieses Projekt verraten, aber wir kommen gut mit der Planung voran. Wir sind aber stolz, euch schon jetzt das vorläufige Logo präsentieren zu können. Ferner wird Matters of the Universe sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache veröffentlicht werden. Mon Dieu! Ja, nee, das war verkehrt. Ja, genau. Mehr dazu aber in absehbarer Zeit. Stay tuned. Quelle Sabelsaurus. The Toys of He-Man and the Masters of the Universe. Auf der PowerCon 2019 gab Walt Staples und Pixel Dan bekannt, dass sie an einem gemeinsamen Buchprojekt arbeiten. Dieses ist nun final fertig und es gibt ein Veröffentlichungsdatum. Mit mehr als 700 Seiten wird das Buch zu einem Preis von knapp $60 ab dem 25. November bestellbar sein. Derzeit ist aber noch nicht bekannt, wie und ob es eine Vorbestellmöglichkeit geben wird. Auch hier halten wir euch auf dem Laufenden. Ja, 700 Seiten sind nochmal 100 mehr als wie das Buch von der Retrofabrik, ne? Über Interpart Comics. Interpart Comics, genau. Ich war jetzt irgendwie bei Lady Bird durcheinander gekommen. Ich hoffe, das dauert. Kommt vielleicht auch nochmal. Ja. Na, hoffentlich. Die fand ich sogar besser. Ja, Retrofabrik, nächstes Ding. Ist das was für dich? 700 Seiten? Was ist da drin? Nur Spielzeug, ne? Alles rund um die Spielzeuge, ja. Also, die haben alles fotografiert, alles, was es irgendwo jemals gab, haben das in einem Buch zusammengepackt und ist so ein quasi Enzyklopädie. Nur haben die auch die unsichtbaren Gnome fotografiert? Die hat ja Pixel denn auch. Nein, nur offiziell. Ach, oh, nee, dann brauche ich es nicht. Naja, eigentlich eine schöne Sache, wenn es vor allen Dingen in Deutsch rauskommen würde, aber ich glaube, das wird wohl nicht passieren. Schade. Aber abwarten. Der Power and Honor Katalog gibt es ja leider auch noch nicht in Deutsch. Den wird es auch nicht mehr geben, glaube ich. Ich habe ja noch einen. Du hast den noch? Ja, ich habe den noch. Musst du verkaufen, das ist richtig viel wert. Ich habe meinen leider verkauft, ich bereue es. Tja. Brauchst du einen? Ja. Ein neues Ringset von den Masters of the WWE Universe Figuren wurde gezeigt. Mattel veröffentlichte ein neues Masters of the WWE Universe Set. Blöder Zungenbrecher, ne? Ja, es ist blöde. Egal.
Zumindest sind darin enthalten ein neuer Ring im Stil von Snake Mountain, natürlich als Gegenpart zu dem Grayskull-Ring. Und dieser wird den passenden Namen Rattlesnake Mountain Ring haben. Dazu liegen im Set noch die Masters of the WWE Universe Figuren von Hulk Hogan und Steve Austin bei. Dazu gleich mehr. Steve Austin kommt hier mit zwei Schlangenköpfen, welche in Form von Rattlers Kopf sind. Diese werden ihm simpel über die Hand gesteckt. Als zweite Figur erscheint die Wrestling-Legende Hulk Hogan, welcher hier die Axt des Origins He-Mans wiederverwendet und mit einer Version des Flying Fists He-Man Rüstungsdings kommt. Gedöns, diesen Überzug. Ach, das soll Flying Fist He-Man sein. Das sieht mir auch eigentlich wieder wie die... Ja, habe ich auch gedacht. Wie die Battle Armor aus. Ja, dachte ich auch erst. Aber wenn man genau hinguckt, dann... Mir ist nur aufgefallen, dass Steve Austin auch so Schlangenaugen hat. Das sieht man auch gar nicht auf den ersten Blick. So, so rot-gelbe Augen. Ja. Der Ring sieht... Also eigentlich sieht der ein bisschen komisch aus, finde ich. Mhm. Mit diesen Schlangenköpfen da oben. Obwohl das natürlich vom Vintage Snake Mountain Set ist. Ja, das ist schon klar, aber irgendwie... Auch hier schön die Treppe in Form dieser Brücke. Mhm. Das ist schon nicht schlecht gemacht. Sehr kreativ. Ja, aber sieht ein bisschen... Ich weiß nicht. Ich würde es mir auch nicht holen. Ich habe übrigens meine Masters of the WWE Universe Figuren verkauft. Ich habe es eine Weile stehen gehabt. Ich habe es auf mich wirken lassen. Es war dann letzten Endes nicht so meins. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, so, wir haben ja noch ein bisschen was an Text. Also ein klein bisschen noch. Ja, als zweite Figur erscheint halt eben Wrestling-Legende Hulk Hogan, welcher hier die Axt vom Origins He-Man wiederverwendet und mit einer Version von Flying Fists He-Mans Rüstung daherkommt. Dazu trägt die Figur einen Helm, welcher offensichtlich nicht abnehmbar ist. Wir haben jetzt gesehen, das kann er doch. Ja. Irgendwas für dich dabei? Ich finde die beide eigentlich ganz cool, weil ich mag die Wrestler eigentlich auch, aber... Ob ich mir die jetzt hole, das kriegst du ja nur in dem Set wieder, ne? Eine Frage. Es kann natürlich sein. Eine Frage. Das Ding heißt Rattlesnake Mountain Ring, beziehungsweise Set. Da verstehe ich ja, dass man das Steve Austin hier reintut als The Rattlesnake. Das ist ja sein Spitzname. Aber warum Hulk Hogan? Richtig. Warum nicht Jake Roberts? Da muss ja einmal ein Guter dabei sein. Das ist ja so ein bisschen wie... Roberts war ein Guter. Auch nicht immer. Ja, Austin auch nicht. Ja, Austin ist ja auch so ein Anti-Hero, ist ja eher, ne? Hogan war auch nicht immer in der NWO. Oh, vielleicht machen sie noch einen NWO-Hogan. Und noch einen anderen Austin, weil bei dem Set... Von der Grayskull, da hatten sie ja auch Triple H und John Cena drin. Die haben sie ja auch noch mal in anderer Form rausgebracht. Faker John Cena. Ja. Also vielleicht kommt der ja auch noch von den beiden was. Mhm. Ja, schreibt uns doch mal eure Meinung zu den Dingern in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Wie gesagt, ich habe es wieder abgegeben. Ja, und natürlich komisch, dass die hier in Deutschland nicht rauskommen. Tja. Ja, frag da mal den Jürgen, der hat dann wieder da seinen kleinen Fedesladen oder was das war. Ja, der Jürgen, der hat da wieder seinen kleinen. An den Jürgen hier an dieser Stelle, da folgt noch ein Video von uns, wo wir uns mit den Origins selbst beschäftigen, nämlich mit dem Set. Geiles Video geworden, dass er uns dieses Set zur Verfügung gestellt hat. Ich habe versucht, es mir selber zu erwerben, aber es ist nicht ganz einfach und nicht ganz billig. Naja, gut. Da haben wir Jürgen, dass die Figuren kaputt sind, war nicht meine Schuld. Nächstes! So, und es gibt wieder was Neues, wieder neue Figuren. Da werdet ihr euch freuen. Mitte diesen Monats wurde im Online-Shop von Deep Discount ein Eintrag für ein Motu-Set von Fisher-Price entdeckt. Nun wurde auf mygrod.com das Little People Masters of the Universe 4-Pack auch in Bildform vorgestellt. Ja, super Ding.
Das als Special Edition angepriesene Set enthält Figuren von He-Man, Skeletor, Man-at-Arms und Beastman. Tatsächlich soll es laut Deep Discount bereits seit dem 22. Juni erhältlich sein und kann dort aktuell weiterhin für $26,49 vorbestellt werden. You know, for kids. Demnach soll es nicht mehr lange dauern, bis das Little People 4-Pack wirklich erscheint. Du spallst dir einen weg, warum? Ich finde das irgendwie total Panne. Also das ist immer wieder so ein Set, das ist so dumm. Ah, ja, gut, für kleine Kinder, wer sich das holen kann, ja, da kann nichts abbrechen wahrscheinlich und da ist wahrscheinlich nicht mal irgendwas beweglich. Kann nicht mehr so wie die Dinge aussehen. Vielleicht sind die auch noch so, ich weiß nicht, was das für Figuren sind, diese Little People. Die werden wahrscheinlich auch gar nicht so groß sein, ne? Das ist so, ja. Das ist wie für kleine Kinder. Wie Baby He-Man, ja. Baby Man-at-Arms, Baby Skeleton, Baby Beastman. Obwohl, das klingt cool, ne? Baby Beastman. Der Beastman ist ja noch okay, den finde ich ja noch ganz putzig, aber die anderen irgendwie, oh. Nee, das ist wieder so ein, oh. So ein Behelf-mich-Set, ne? Oh. Mhm. Aber was ist denn das überhaupt, Migrot? Ist das so ein Äquivalent zu Playmobil oder wie? Sehr von Fischer-Preis. Migrot ist ja jetzt nur die Seite. Ja, ja, klar, aber tut mir leid, ich habe davon keine Ahnung. Ich habe auch mit Playmobil nichts am Hut, auch wenn es da tolle Sachen gibt wie Ghostbusters und so weiter. Aber Ich weiß nicht, ob das jetzt auch überhaupt. Die sehen so aus, als ob das einfach nur so starre Figuren sind, halt so für Kleinkinder so bis ja. bis vier, zwei bis vier oder so Fischerpreis oder mhm. Ich weiß es nicht. Also belehrt mich eines Besseren in den Kommentaren bitte, weil ich kann da jetzt gar nichts mit anfangen. Weißt du, woran mich die erinnern? Pin-Size Heroes. Nur nicht so gut. Sie sind nicht kacke, aber sie sind auch nicht, ich weiß auch nicht. Nee. Sie sind halt da. Sie sind halt da, ja. Pass auf, und ich sehe uns schon nächstes Jahr, packen wir die Dinge aus. Nee. Tut mir leid, nein. Wenn es mich von vornherein nicht anspricht, ist, ich sag ja, ich kaufe mir gewisse Sachen, wenn es jetzt nicht unnötig teuer ist. Stell sie mir hin, lass ein bisschen auf mich wirken. Und wenn ich dann merke, ich guck's einfach auch nicht an, dann geht's wieder. Wie die Masters of the WWE Universe Figuren. Gab mir unterm Strich nichts. Die sind cool. Komm, die aber hast du doch nur verkauft, weil du gesehen hast, das ist ja, Welt. Natürlich. Ja, nach und nach kommt jetzt Masters of the Universe wieder zurück in den Einzelhandel. Die Origins sind angekündigt, dann werden die Mega Constructs folgen, aber es gibt jetzt schon bereits etwas, eine Klitzekleinigkeit aus Metall, nämlich von Hot Wheels, den Wind Raider. Mhm. Jawohl. Findige Sammlerkollegen haben das Ding im Real gesehen. Ich wollte es mir gerne holen, aber es war schon weg. Und ich habe leider nur diesen Tank gefunden von den Thundercats. Was das für ein Ding ist, keine Ahnung. Von Thundercats habe ich nicht die Ahnung. Ja, das ist dieses. Ich weiß auch nicht, wie das heißt. Das ist dieses graue, das sieht ein bisschen aus wie ein Auto, ne? Und vorne diese Tatzen dran. Ja. Ja, der Wind Raider ist jetzt halt nicht jedermanns Sache, würde ich mal sagen, aber ich dachte mir, für einen Zehner kann man das gerne mal mitnehmen. Also nur auch mal als Tipp für euch, guckt ruhig mal gerne bei euch im Real, ob ihr den da findet. Bei mir, wir haben hier zwei Real. Einer davon ist auch wirklich gut bestückt mit Toys. Keine Chance. Weg. Auch bei Smith Toys. Ich habe nachgefragt, natürlich hatten die keine Ahnung, ne? Tolles Personal. Ja. Aber Spielzeug, was ist denn? Was? Masters, was? Was? Keine Ahnung. Hundefutter finden da hinten. Was? Naja, egal. Also, naja, nur für euch, falls ihr das Ding gerne haben wollt, wäre es was für dich? Ich glaube, wenn ich den mal irgendwie zufällig sehe. Für einen Zehner? Ja. 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 Hätte verarbeitungstechnisch ein bisschen besser sein können. Wir blenden euch ja gerade ein Bild ein. Ihr könnt ihn übrigens auch auf Amazon kaufen. Aber dafür zwischen 17 und 20 Euro.
Ich habe Nein gesagt. Das ist mir nicht wert. Tut mir leid. Wenn man dann ab und zu mal da einkaufen ist, dann guckt man mal durch. Und wenn man, wenn nicht, dann nicht. Ne? Ja, ich glaube aber nur auf dem... Ich glaube nicht durch Amazon direkt. Müsste ich nochmal gucken. Ich meine jetzt, wenn man so im Real ist. Ach so, ja, natürlich, klar. Und da ich da ja arbeite. Ne? Vielleicht hast du den selber schon gekauft und weißt es gar nicht. Ja, jetzt sind wir auch schon eigentlich fast am Ende. Wir sind wieder bei unserer kleinen, aber feinen Rubrik Verschiedenes und möchten euch da auf verschiedene Sachen aufmerksam machen aus dem Moto-Fandom. Zum einen natürlich das Welt der Meister-Magazin Nummer 12 könnt ihr immer noch bestellen. Link dazu hauen wir euch in die Videobeschreibung. Dann gibt es natürlich wieder neue himanische Quartetts. Unter anderem auch mit mir. Ich durfte auch mal wieder mitmachen. Ich finde es einfach immer wieder cool. Es macht immer wieder Spaß. Also ganz ehrlich, Podcast über Moto ist einfach mein Ding. Ich weiß nicht. Nicht? Doch, ist dein Ding. Ja. Yeah. Das ist voll dein Ding. Ja, natürlich. Dann gibt es Neues bei unserem Partnerkanal von Planet Eternia. Wir haben neue Videos von natürlich dem himanischen Quartett. Die vielen Versionen von Masters of the Universe, ja klar. Was hatte er? Too Bad. Mhm. Was hatte der Matthias dann? Nee, nicht Matthias, Cyclone. Michael. Cyclone, ja. Seit der letzten Ausgabe. Genau. Das war, das haben die rausgebracht. Ja, dann gibt es noch Funko aus Unboxings hatten sie den Moskito. Ja, richtig. Und den Slime Pet He-Man. Genau. Das heißt, wenn ihr euch von Funko den Slime Pet He-Man gerne mal angucken wollt, der Sepp hat das in seinem Video bereits schon verarbeitet. Wir haben auch ein paar Unboxings draußen, beziehungsweise werden diese noch folgen, auch vom... Och nee, lass uns das hier drin machen, nicht draußen. Obwohl, draußen wäre eine gute Idee. Unter anderem auch vom Slime Pit He-Man, allerdings nicht von Funko, sondern den richtigen, das Exclusive aus dem letzten Jahr. Weil den können wir ja nicht mal auspacken, das hat ja der selbst schon gemacht. Och Mann! Obwohl, die Funkos kann man wieder einpacken. Isn't that great? Ja, Funkos wird es übrigens auch beim GameStop bald geben. Ich habe dort den Slime Pit He-Man gesehen. Meinst du die regulären Figuren oder meinst du auch dieses Set, was es in Amerika jetzt auch gibt? Nein, das wird es da nicht geben, habe ich extra nachgefragt. Ja. Könnte sich vielleicht noch ändern, aber die Dinger sind gelistet, die neuen, also um Redlaw und so weiter. Ich kann mir schon mal vorstellen, wenn du kommst da vorbei oder rufst da an, ja, ich bin's wieder. Oh, ja, schon wieder. Nein, da kriegen wir nicht. Aber was sie auf jeden Fall noch da haben, sind Masters Neo Vintage Figuren. Und bei einer habe ich zugeschlagen, kostete allerdings 30 Euro. Ich wollte zwei mitnehmen, habe mir gesagt, 40 Euro, ja, warum nicht? Dann halt kostete es 30, dann habe ich nur eine mitgenommen. Naja, auch dazu gibt's... Die andere hast du geklaut. Nein, ich habe zwei genommen. Zwei geklaut. Naja, aber ja, finde ich ein bisschen viel. Also, auf jeden Fall, die gibt's da noch und leider unpunched. Punched. Ist ein bisschen doof für Sommer. Ich finde es nicht. Dann okay. Noch 30 Euro. Dann noch 30 Euro. Oh, die Mocs sind allerdings 1A, das muss man ihnen schon lassen. Werdet ihr ja auch im entsprechenden Videos sehen. Ja, es werden von uns ein paar Videos jetzt folgen, die wir auch zusammen machen werden. Und zwar eines, das ihr euch unbedingt angucken solltet. Da nehmen wir, das, was wir vorhin schon angesprochen haben, das Set der Origins von He-Man und Adam auseinander. Von dir haben wir noch eine Sache. Den Trapjaw von... Cronor. Cronor, ja genau, von den Mythic Legends. Ja, Müsli-Riegel. Genau. Ja, nein, also das kommt noch. Deinen Trapjaw, die Statue müssen wir nochmal auspacken zusammen. Ausgepackt ist die ja schon, aber wir können wir uns dann angucken. Genau.
Du packst sie wieder ein. Das ist schwierig. Aber warum nicht? Gut, das war's noch. Oder hattest du noch irgendwas? Ich habe Urlaub. Genau, du wirst jetzt erstmal eine Zeit lang nicht da sein, aber zu den nächsten News bist du ja dann zum Beispiel wieder da. Ja, ne? Vielleicht bleibe ich auch da unten. Ja, mal gucken. Weiß ich nicht. Ja. Ja, das waren auch schon unsere nicht ganz so kleinen News diesmal. Also doch schon ein bisschen wieder was angesammelt. Und ja, wie schon Herr Jens gesagt hat, es werden noch einige Videos kommen. Es sind vielleicht auch schon einige draußen. Wer weiß, wie schnell er ist. Und ja, bis dahin, bleibt gesund. Wir wünschen euch alles Gute. Sammelt kräftig weiter. Guckt Cartoons, hört die Hörspiele. Wenn ihr könnt, trefft euch. Wenn nicht, tut es mir leid. Und Daumen nach oben, Blog aktivieren, abonnieren. Übrigens auch vielen Dank an alle neuen Abonnenten. Muss man ja auch mal sagen. Sind ja auch schon wieder einige dazugekommen in der letzten Zeit. 549 hatten wir jetzt. Klar, manchmal wird da auch wieder was rausgerechnet von Seiten YouTube und dann wieder dazugerechnet. Ich weiß auch nicht, was das für ein Quatsch ist, aber gut, es ist halt eben so. Das sind diese Leute. Oh, den finde ich gut. Ah nee, ist scheiße, geht raus. Ah nee, doch, doch, gut. Ah nee, doch nicht. Ja, natürlich kann mehr ist schön, auf jeden Fall. Aber 549 Leute, die auf Abo geklickt haben, das ist schon gut. Das ist schon wirklich gut für so ein kleines Projekt wie unseres. Ja. Ja, und bis dahin war's das mit den Masters. Gute Reise. Gute Reise.